Picknick am Bahnsteig. 3 Tage lang warten Sharifi, seine Frau und seine einjährige Tochter schon auf einen Zug nach Deutschland. Am Morgen dann ein kleiner Hoffnungsschimmer. Flüchtlinge dürfen endlich wieder in den Bahnhof. Wir wissen nicht, was hier passiert. Wir warten einfach auf Neuigkeiten. Aber eines will ich sagen, Ungarn darf das nicht mit uns machen. Alle hier wollen doch nur weg. Dann der erste Zug in Westen. Flüchtlinge drängen in die Waggons. Wenig später jedoch die Nachricht, der Zug wurde von der ungarischen Polizei gestoppt. Flüchtlinge sollen gegen ihren Willen in Auffanglager gebracht werden. Sharifi hatte bereits etwas geahnt. Er und seine Familie verlassen schnell den Bahnhof. Es ist zu gefährlich hier. Manche Leute haben gesagt, steigt nicht in die Züge. Sie fahren direkt in Lager und nicht nach Österreich oder Deutschland. Ich fühle mich nicht mehr sicher in dem Bahnhof. Deswegen warten wir lieber hier draußen auf den nächsten Zug. Ob es den überhaupt jemals für sie geben wird, das wissen Sharifi und seine kleine Familie nicht. Nach den Ereignissen des Tages ist aus Enttäuschung Angst geworden.